Meine Damen und Herren, Reuchlin wurde gelesen im Umkreis des Hofes des Herzogs von Württemberg. Und zwar offenbar schon vor der Aufklärung. Und irgendwann muss dort der Gedanke entstanden sein, De Arte Kabbalistica von der kabbalistischen Ars, Ars heißt Kunst, also von der kabbalistischen Kunst, da ein Kunstwerk herauszugestalten. Also ein Bild zu malen. Dieses Bild, um das es jetzt gehen soll, ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass die Beschäftigung mit dem Fremden, mit dem Anderen, hier mit dem Judentum, mit Buchstaben, die fast keiner von uns kennt, ganz fremden Gedanken, ja, Dinge, die uns neu sind, die wir auch nicht gleich verstehen, dass die Beschäftigung damit nicht wegführen muss vom eigenen Glauben in eine Gleichgültigkeit hinein, wo am Schluss alles egal ist, sondern dass die Beschäftigung mit dem Anderen tiefer hineinführen kann in den eigenen Glauben. So ist es offenbar bei der Prinzessin Antonia gewesen und auch bei einigen Leuten aus ihrem Beraterkreis. Und darauf möchte ich jetzt heute Nachmittag ein bisschen mein Augenmerk legen als Judaist, der sich an der Universität in Tübingen mit dem Judentum beschäftigt, der aber zugleich an der evangelisch-theologischen Fakultät tätig ist und der selbst evangelischer Christ ist. Antonia und ihre Freunde, ihre Helfer, ihre Mitarbeiter haben sich für das, was Reuchlin zutage gefördert hat, interessiert. Und zwar nicht nur so schnell interessiert, wie man mal einen Videoclip sich anschaut, ja, sondern anhaltend. Das kann man nicht mal so gerade durchlesen, sondern muss richtig studieren und lernen. Es haben sie Fragen angezogen, von denen sie den Eindruck hatten, dass die Klärung dieser Fragen beitragen kann zum Verständnis der eigenen christlichen Identität. Wer bin ich als Christ? Wer bin ich als Christin? Die weibliche Seite wird eine besondere Rolle spielen. Als ich eben hier stand, habe ich gedacht, jetzt habe ich einen wunderbaren Einstieg. Schauen Sie mal, meine Damen und Herren, hier oben, das Kruzifix, die vier Buchstaben INRI. Jesus Nazarenus Rex Judaeorum, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Das stand auf dem Kreuz und das Johannesevangelium sagt uns, es stand dort in drei Sprachen. Deswegen waren Reuchlin diese drei Sprachen so wichtig. Die drei Sprachen, auf denen es stand, die wollten die Gelehrten in der Renaissance im Humanismus lernen. Griechisch, Lateinisch, Hebräisch. Was dort auf Griechisch stand, ist klar, denn es steht im Neuen Testament. Wer Griechisch lesen kann, kann es dort nachlesen. Was auf Latein stand, ist auch nicht schwer, denn man kann es leicht ins Lateinische übersetzen. Also wir haben hier die lateinischen Abkürzungen. Was aber stand auf Hebräisch dort? Wir haben in der ganzen biblischen Literatur keine Quellen darüber. Man kann es natürlich ins Hebräische übersetzen, wenn das zu den Berufsaufgaben gehört, sich mit der hebräischen Sprache zu beschäftigen. Wäre es ein Armutszeugnis, wenn ich Ihnen nicht auf Hebräisch sagen könnte, was König der Juden heißt. Aber wie hieß Jesus auf Hebräisch? Dazu gibt es verschiedene Traditionen, christliche und auch jüdische Traditionen. Und Johannes Reuchlin war dieser Frage auf der Spur und er hatte dazu eine Theorie. Die Theorie hängt mit einem hebräischen Buchstaben zusammen, nämlich dem
Schin, S-C-H, Sch. Und wenn wir uns nachher die Lehrtafel anschauen, werde ich Ihnen dieses Schin zeigen. Dieses Schin ist für ihn besonders wichtig, weil dieses Schin im Jesusnamen steckt, Jeschu oder Jeschua, wie auch immer man sagen will. Das sind die beiden zwei der Möglichkeiten, wie man den Namen Jesu auf Hebräisch ausspricht. Jeschu, Jeschua, Jehoshua. Ja, also wie hat ihn seine Mutter gerufen? Namen sind nicht Schall und Rauch. Namen haben eine Bedeutung. Das wissen alle Bibelleser, wenn sie mit biblischen Stellen zu tun haben, in denen vom Namen Gottes oder vom Namen Jesu die Rede ist. Mit Namen hat sich die jüdische Mystik beschäftigt. Und ich möchte jetzt in drei Schritten mit Ihnen einen Durchgang machen und die Lehrtafel vorstellen. Und da ich diesen Vortrag unterbrechen möchte, damit möglichst viele von Ihnen die Möglichkeit haben, die Lehrtafel zu sehen, gebe ich Ihnen gleich zu Beginn die Stichworte meines Vortrags in die Hand. Und ich mache das, wie man es, Herr Schuldekan, glaube ich, in der Schule machen muss, ein bisschen, dass man sich merken kann. Also mache ich es mit meinen Studenten auch. Ja, dreimal L, also Leiden, Lernen und Leben. Das sind meine drei Stichworte. Also 1, 2, 3, da wissen Sie so ein bisschen, wo wir jeweils sind. Ich fange an mit dem ersten Stichwort, also dem Leid, und möchte hier mit Ihnen kurz darüber nachdenken, wo die Mystik eigentlich herkommt. Was ist das, Mystik? Man kann das im Christentum überlegen. Wo sind die Wurzeln? Auf der Hinfahrt habe ich mich mit einem meiner Studenten darüber unterhalten. Ja, wo kommt das eigentlich her? Auch wo kommt der Pietismus her? Wo hat er seine Wurzeln? Also interessante Fragen. Wo beginnt das? Im Judentum wird diese Frage heftig debattiert und ist eine Streitfrage bis heute eigentlich unter den Experten, wo die jüdische Mystik ihre Wurzeln hat, wo sie herkommt. Dass diese Frage umstritten ist, hängt damit zusammen, dass die Mystik selbst ein bisschen umstritten ist. Es gibt immer wieder Zeitgenossen, die halten die Mystik für etwas Dubioses. So ein bisschen chaotisch. Das können die Theologen nicht so genau kontrollieren. Im Christentum hat man Angst, dass mystische Erfahrungen gegen die reine Lehre verstoßen, und deswegen müssen Theologen aufpassen, dass, wenn da so ein mystischer Ausbruch ist, dass man es irgendwie einzäunt, damit da nicht irgendwas Anarchisches, Wildes passiert, was keiner mehr kontrollieren kann. Vor allen Dingen in Religionen, in denen Frauen es ein bisschen schwer hatten und nicht im Zentrum stehen durften, war die Mystik ein Weg für Frauen. Und man kann das in der katholischen Kirche gut beobachten, dass, wenn also Frauen mystische Erlebnisse hatten, dass es dann meistens einige Jahre dauert, bis die Wundererscheinungen oder so, ja, bis der Vatikan es anerkennt, und dann wird auch gleich ein Priester hingesetzt, der aufpasst, dass es alles richtig verläuft. Im Judentum gilt die mystische Erfahrung auch manchmal als anarchisch oder gefährlich. Israelische Kollegen erzählen mir, dass, wenn sie eine Vorlesung über jüdische Mystik anbieten, dass dann also ganz viele Studenten kommen, während, wenn man eine Vorlesung anbietet über das Gesetz, dass das dann vielleicht nicht so interessant ist. Also im Judentum ist es die Opposition oder der Gegensatz zwischen dem Gesetz, zwischen dem Tun, zwischen dem Religionsgesetz, der Halacha, und der Mystik. Im Christentum ist es der Gegensatz, ist zu viel gesagt, es muss ja kein Gegensatz sein, die Spannung. Ja, die Spannung zwischen Lehre, Dogma, Doktrin, Lehre und der mystischen Erfahrung, die
dann dazu führt, dass manche sagen, halt mal, ja, du hast deine Erfahrung gemacht, jetzt müssen wir erstmal prüfen, ob das so geht. Darf das so sein? Im Judentum ist die Frage, wie ich sagte, wo hat die jüdische Mystik ihre Wurzel, einigermaßen umstritten. Es hat sich, glaube ich, wenn ich das recht überblicke, eine Mehrheitsmeinung durchgesetzt, der ich auch geneigt bin zu folgen. Die sagt, die jüdische Mystik ist entstanden oder hat zumindest ihren entscheidenden Wachstumspuls bekommen im Mittelalter, und zwar im christlichen Mittelalter. Christlich geprägten Mittelalter, also nicht in der islamischen Welt. Und dann im Zusammenhang mit Leidenserfahrungen, das war mein Stichwort Leid. Also Leidenserfahrungen, das heißt Erfahrungen, die Juden gemacht haben, sei es im Zusammenhang mit den Kreuzzügen, sei es im Zusammenhang mit Pogromen und Zwangsdisputationen, ein ganz entscheidender Punkt war die Vertreibung der Juden aus Spanien aus dem Jahre 1492. Der große Erforscher der jüdischen Mystik mit Namen Gershom Scholem hat sich damit beschäftigt und herausgestellt, dass nach Pogromen oder nach Leidenserfahrungen in einem Abstand von ein paar Jahren auf einmal eine mystische Kreativität zu beobachten ist. Menschen fragen, warum passiert mir das? Warum lässt Gott das zu? Warum werde ich getroffen? Vielleicht hängt die Tatsache, dass anscheinend ein so großes Interesse jetzt auch an diesem Vortrag heute Nachmittag da ist, auch damit zusammen, dass wir für diese Fragen sensibel sind. Ich habe selbst in den vergangenen Monaten der Corona-Zeit Momente gehabt, wo ich aufpassen musste, nicht in Depressionen zu verfallen, in Schwermut, ja, und die Frage, warum alles? Die Studierenden taten mir leid, die ich nur am Bildschirm versorgen durfte mit meinem Unterricht und so. Also die Frage, warum ist das da? Warum trifft mich das? Also das ist eine Frage, die deswegen wichtig ist, weil natürlich die Antwort möglich wäre, dass jemand sagt, das ist gar nicht Gott. Gott hat die Kontrolle verloren. Ja, ist vielleicht der Teufel, der es schickt. Wir suchen ja nach Erklärungen. Gott kann das nicht mehr. Ja, die Omnipotenz, die Allmacht Gottes wird in Frage gestellt. Mystische Erlebnisse hängen damit zu tun, dass Menschen auf einmal einen Blick geweitet bekommen auf ganz andere Gotteserfahrungen. Also Gott begegnet Menschen, das ist jetzt sowohl auf das Judentum als auch auf das Christentum bezogen, ja, auf unterschiedliche Art und Weise, nicht nur als der gute und liebende Gottvater, sondern vielleicht auch anders, strafend, unbegreiflich. Ja, und dann auch wieder vermittelt, auf verschiedene Arten und Weisen. Und das versucht man zu verstehen mit mystischen Gedanken und aufgrund von mystischen Erfahrungen. Wir werden sehen, dass die jüdische Mystik sich dadurch auszeichnet, dass sie einerseits ausgeht von einem Bild übergreifender Harmonie und zugleich davon, dass diese Harmonie gestört ist. Also es ist ein Wurm drin. Ja? Die Welt hat einen Sprung, da ist ein Riss. Das ist nicht in Ordnung, es stimmt was nicht. Also beides, Harmonie, auch Harmonieerfahrung. Und diese Harmonie wird ganz allumfassend gedacht.
Diese Harmonie bezieht sich auf die äußere Welt, die Materie, alles, was man anfassen kann, auf den Raum, den ganzen Raum dieser Erde, des Kosmos, auf die Zeit, Nummer drei, und alles wird zusammengehalten durch einen Bezug, viertens, auf die Torah. Und Torah heißt hier die fünf Bücher Moses, der Pentateuch. Und das hat zu tun mit hebräischen Buchstaben. Eine Harmonie also, ich sage es nochmal, die materielle Welt, der Raum, die Zeit und die Buchstaben. Materielle Welt, damit meinen Kabbalisten, und das wird in dem Bild, das wir dann uns gleich anschauen wollen, auch sozusagen in Szene gesetzt, die Tierwelt, die Pflanzenwelt, die geologische Welt, also bis hin zu Edelsteinen, natürlich der Mensch, der Raum, das sind die vier Himmelsrichtungen, ganz wichtig für die Tafel, die Zeit, was ist Zeit? Für uns ist Zeit etwas Abstraktes, ich gucke auf die Uhr, 4:10, also ich muss gleich die Pause machen. Ja, das sehe ich hier an meiner Uhr. Vormoderne Menschen definieren Zeit durch die Phänomene des Himmels, also Sonne, Mond und Sterne. Was ist der Monat Juli? Ja, für uns ist es die so und so vielte Kalenderwoche, ja, und so und so viele Tage noch bis zum großen Schulferien. Ja, wir hoffen, das ist bald vorbei und freuen uns auf den Urlaub oder irgendwie sowas. Ja. In der vormodernen Welt lässt sich der Monat definieren durch bestimmte Konstellationen am Himmel. Und dies alles wird zusammengehalten durch die Tora, durch hebräische Buchstaben. Und dieses versteht man, wenn man weiß, wie traditionelle jüdische Bibelauslegungen gehen. Im Midrasch, das ist eine traditionelle jüdische Bibelauslegung, im großen Midrasch zum Buch Genesis, zum ersten Buch der Bibel, gibt es eine grandiose Auslegung. Zum ersten Vers, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer. Da sehen die Kabbalisten die Gefahr, ja, die Erde war wüst und leer und Finsternis und Urflut und Chaos und so weiter. Ja. Hat Gott das Chaos damals in den Griff bekommen? Oder kommt der verfluchte Coronavirus, das Virus, ja, kommt, wo kommt das her? Aus dem Chaos? Ist keine Ordnung in dieser Welt? Warum lässt Gott das zu? Wo kommt das, was uns zu schaffen macht, wo kommt es her? So, die Kabbalisten und die jüdischen Ausleger sagen alles von Gott, auch das, was uns zu schaffen macht. Ja, es ist ein Gott, auch das Böse. Und es wird zusammengehalten von der Torah, denn als Gott die Welt schuf, schaute er in die Torah und dann schuf er die Welt. Die Torah war vor der Schöpfung da. Es gibt dafür einen theologischen Spezialausdruck. Wenn Theologen kompliziert reden wollen, reden sie Latein. Ja? Also das heißt bei Theologen Präexistenz. Präexistenz der Tora. Wenn wir jetzt als Christen dieses Wort hören, Präexistenz der Tora, denken wir an etwas anderes. Ja? Wir denken an den präexistenten Christus natürlich. Ja? Auch
Antonia hat daran gedacht. Also sozusagen etwas, was die Welt zusammenhält, ja, das hat für Juden mit der Tora zu tun. Für Christen, das ist sehr schwer zu verstehen, da reicht mein Vortrag jetzt heute nicht aus, ja, hängt mit Christus zusammen. Ja. Aber da sehen wir, es ist ein Sprung drin, denn wir können von Christus nicht reden ohne das Kreuz, ohne Leiden. Und ähnlich lässt sich auch für Juden von diesen Dingen nicht reden, ohne zu sehen, dass da es ist was passiert. Die Schöpfung ist nicht mehr harmonisch. Ja, es ist etwas durcheinander. Und um da in die Tiefe zu gehen, braucht man die mystischen Erfahrungen. Man kann sich das ganz schön klar machen an einem Auszug dieses Midrasch, den ich Ihnen eben erwähnt habe, dem großen Midrasch zum Buch Genesis. Im Kommentar zu dem Vers, als Gott in 1. Mose 1 die großen Lichter am Himmel schafft, also ein großes Licht und ein kleines Licht, Sonne und Mond, ja, heißt es, wird erzählt, ja, der Midrasch sagt dann, welche Planeten es gibt. Die Planeten, die man damals schon kannte, ja, Jupiter und Saturn und Merkur und Mars und so weiter, ja. Und natürlich wissen sie, die Midrasch-Leute, ja, dass diese Planeten wichtig sind für uns, weil sie unsere Zeit bestimmen. Der Sonntag ist dafür die Sonne ist dafür den Sonntag, der Mond ist dafür den Montag, der Mars ist dafür den Dienstag, der Merkur ist dafür den Mittwoch, ja, der Jupiter Jeudi ist dafür den Donnerstag und der Vendredi, ja, französische hat man es noch, ja. Also das ist sozusagen, das hängt alles miteinander zusammen. Wir machen heute einen Unterschied zwischen Astrologie und Astronomie. Mein Lehrer hat mal gesagt, Astrologie hängt mit Lüge zusammen. Also das ist, glaube ich, griechisch nicht ganz richtig. Ja? Aber man kann sich so merken. Also Astrologie ist das, was wir eigentlich nicht wollen. Ja? Damals war das noch eins. Und die Midrasch-Autoren sagen nun, seit Adam gesündigt hat, ja, haben die Planetenbahnen nicht mehr ihren natürlichen Lauf. Da ist etwas im Gefüge des Kosmos durcheinander gekommen. Das stimmt nicht mehr ganz. Es ist ein sehr, sehr kühner Gedanke. Also nicht das, was die Sterne an Schicksal haben, bestimmt das Menschliche, den Verlauf des menschlichen Schicksals, sondern umgekehrt, die Menschen haben etwas am Lauf der Welt kaputt gemacht. Ja, und das betrifft den ganzen Kosmos bis hin zu den Sternen. Ich sage das deswegen, weil wir gleich uns diese große Harmonie auf dem Bild anschauen wollen, wo alles bei der Prinzessin Antonia seinen Platz hat. Und wir dennoch in dem Bild sehen werden, dass die Erinnerung an den Riss in der Natur, die Erinnerung an das, was grundlegend schiefläuft auf dieser Welt, noch da ist. Also es ist eine Ahnung da, auch die Sehnsucht, ja, nach der Harmonie, nach dem Paradiesgarten. Und man möchte reingehen und eintreten, aber wir wissen, es ist noch nicht geheilt. Wir haben die Hoffnung auf Heilung, aber es ist noch nicht alles perfekt. Dieser große, großartige Kreis mit den 12 Stämmen Israels, 12 Tieren, 12 Pflanzen, 12 Edelsteinen, 12 Sternzeichen. Man soll dabei nicht an Horoskop denken. Also nicht Astrologie, ja, sondern man soll sich erinnern an diese Hoffnung auf Harmonie, die gestört ist. Und in der Mitte für Antonio natürlich Christus.
Das war mein erster Punkt, woher kommt das Leid? Woher kommt die Mystik, die jüdische Mystik, die Kabbalah? Also es hat etwas mit der Bewältigung des Leidens zu tun. Und ich bin überzeugt, das war auch bei Antonia der Fall. Denn sie und ihre ganze Familie mussten im 30-jährigen Krieg fliehen. Sie gingen nach Straßburg, ins Elsass. Die eigene Armee und die Armee der Protestanten war vernichtend geschlagen worden in der Schlacht bei Nördlingen. Die kaiserlichen Truppen zogen plündernd hier durch das Land und die ganze Familie ging ins Exil und kam dann erst später zurück. Diese Leidenserfahrungen müssen für sie zentral gewesen sein. Und ich glaube, dass die jüdische Mystik sie auch deswegen angezogen hat und sie nicht zufrieden war nur mit der korrekten jüdischen, der korrekten christlichen Lehre. Ja? Wenn etwas theologisch korrekt ist, reicht uns das meistens nicht aus. Wenn einer nur korrekt predigt, es stimmt jedes Wort und es erreicht nicht mein Herz, fehlt was. Das war ihr Ansatzpunkt und da hat sie probiert, an der jüdischen Mystik anzusetzen. So, ich habe jetzt noch zwei Punkte, wie Sie ahnen. Es geht um das Lernen, also ein Weg des Lernens. Ich glaube, die Tafel sollte eher Lerntafel heißen und nicht Lehrtafel. Der Titel Lehrtafel Pictura Docens kommt nämlich von einem Theologen. Und je länger ich mich damit beschäftige, habe ich den Verdacht, dass dieser Theologe Laurentius Schmidtlin diese vielleicht doch etwas chaotische Mystik einhegen wollte. Und also dann macht er gut lutherisch eine Lehrtafel daraus. Ja, also ich weiß nicht, Herr Pfarrer Schmidt, ob Ihnen das zusagen würde, wenn wir künftig sagen würden, Lerntafel. Aber vielleicht gibt es andere Möglichkeiten. Also darum soll es im zweiten Teil gehen und im dritten Teil dann um den Eintritt, die Einladung in das Leben, also in den Paradiesgarten einzutreten. Wir würden jetzt, wenn Sie einverstanden sind, eine Pause machen und ich schlage vor, dass die Pause insgesamt 20 Minuten dauert und ich würde dann drei Gruppen führen, je 5 Minuten und dann für mich selbst eine 5-minütige Pause erbitten. Ja, okay. Und ich kann natürlich in den 5 Minuten Ihnen nicht die Lehrtafel erklären, sondern werde in den 5 Minuten Ihnen nur 4 Dinge zeigen, auf die Sie achten können und sollen, die ich im weiteren Verlauf dieses Vortrags dann für alle sagen will. Also ich weise Sie auf Dinge hin, schauen sich das an und dann geht es danach im Vortrag weiter. Ganz am Ende wird auch die Gelegenheit sein, wenn Sie mögen, zu fragen. Ja, meine Damen und Herren, ich hatte Ihnen 3 Stichworte versprochen, Leiden, Lernen und Leben. Ich bin Ihnen das Lernen jetzt noch schuldig. Das hängt damit zusammen, dass die Prinzessin Antonia um sich herum einen Kreis von Gelehrten hatte. Und diese Gelehrten haben es in sich. Das sind sehr interessante Namen. Etwa den Johann Valentin Andreae. Der war während des Dreißigjährigen Krieges Dekan in Calw und hat wahrscheinlich die Anregung zu diesem Kunstwerk gegeben. Dann ihr Hebräischlehrer Johann Jakob Strölin. Dieser Strölin ist auch auf der Tafel zu sehen, und zwar
an einer Stelle ist der Name Strölin hebräisch geschrieben und da spielt auch die Gematrie eine Rolle, nämlich eine besondere Wissenschaft, eine Wissenschaft, die den hebräischen Buchstaben jeweils einen Zahlenwert gibt. Das wäre so ähnlich, als würden Sie sagen, A ist 1, B ist 2, C ist 3, D ist 4. Ja, und dann zählen Sie durch und dann müssen Sie irgendwann, kommen Sie beim J an und das ist dann 10 und dann ist JA 11 und JB ist 12 und JC ist 13. Hebräisch-Studenten lernen das im ersten Semester, in der ersten oder zweiten Sitzung. Wer Hebräisch spricht und sich im hebräischen Umkreis bewegt, macht das ganz natürlich so. Im Lateinischen oder auch im Deutschen ist es nicht so üblich, aber die haben das alle gemacht. Von Strölin hat die Antonia dies wohl auch gezeigt bekommen. Dann der bereits einmal erwähnte Laurentius Schmidlin mit seinem großen Kommentar zur Lehrtafel. Ich habe den Titel schon mal genannt, Pictura Docens, und hatte so die leise Vermutung geäußert, dass dieser Titel und auch die Aktion so mancher Theologen am Stuttgarter Hof darauf bedacht war, dafür zu sorgen, dass es auch alles, also das soll nicht ausufern. Ja, das soll in bestimmten Bahnen auch bleiben. Deswegen Pictura Docens, eine Lehrtafel, während mir Lerntafel lieber ist. Ich sage auch gleich noch warum. Und schließlich, besonders wichtig für mich, Philipp Jakob Spener. Den Spener hat die Prinzessin Antonia kennengelernt, als sie im Exil war in Straßburg. Von Spener hat einer meiner theologischen Lehrer einmal gesagt, dass er nach Martin Luther in der Geschichte der evangelischen Kirche in Deutschland der wichtigste Theologe gewesen sei. Mit ihm beginne sozusagen grundlegend eine neue, andere Zeit. Ich vermute, dass er recht hat. Philipp Jakob Spener war Prediger an der Kathedrale, an der Kathedrale in Straßburg und ist von dort dann nach Frankfurt gekommen als Pastor und dann weitergezogen. In Frankfurt hat er 1675 ein Buch geschrieben, das die Situation in den evangelischen Kirchentümern in Deutschland verändert hat, hat totale Diskussionen ausgelöst. Dieses Buch hieß Pia Desideria, fromme Wünsche. Und aufgrund dieses Titels Pia Desideria ist eine Bewegung entstanden, die man dann den Pietismus genannt hat. In 4 Jahren, 305, ist es 350 Jahre her. Mit Spener hat die Prinzessin sich auch ausgetauscht über diese Lehrtafel. Jetzt bin ich von einigen von Ihnen gefragt worden nach bestimmten Details auch an der Lehrtafel. Ich bin einigen Zweien bin ich immer ziemlich ausgewichen und wollte die Frage nicht beantworten. Das hat 3 Gründe. Ja, zum ersten hatten wir wenig Zeit. Zum zweiten, ich habe mich viele, viele Stunden mit der Lehrtafel beschäftigt und weiß genau, wo es im Buch steht. Und wenn ich davor stehe, muss ich mich erstmal orientieren. Und wenn es dann schnell gehen muss, also muss ich auch eine Sekunde gucken. Ja, aber der entscheidende Punkt ist eigentlich der dritte. Wer hat eigentlich das Recht, meine Damen und Herren, diese Tafel autoritativ zu deuten? Also wer hat den Schlüssel in der Hand zu sagen, ich weiß, wie man sie auslegt?
Es gibt in der gegenwärtigen Landschaft, ja, in Deutschland, also Leute, die machen es eher kunstgeschichtlich. Es gibt Leute, die machen es eher judaistisch, zu denen gehöre ich. Ja. Es gibt andere, die machen es ein bisschen, also dann vielleicht esoterisch oder so, oder Rosenkreuzer, wer auch immer. Ja. Also es gibt unterschiedliche Zugänge. Wer hat den Schlüssel? Ist das derjenige, der rauskriegt, was die Antonia gedacht hat? Oder ist das derjenige, der rauskriegt, was der Maler gedacht hat, was der Maler wollte? Der lehrte, wer ist eigentlich der Autor des Bildes? Antonia? Der Maler? Johann Valentin Andreae? Spener, der wichtige Gedanken beigetragen hat? Wer ist der Autor? Oder, wenn ich jetzt einer meiner jüngeren Kollegen hat Skizzen gefunden von den Lehrern Antonias und sagt jetzt, aufgrund dieser Skizze muss es eindeutig so sein. Ich finde, wir sollten es ernst nehmen, dass wir hier ein Kunstwerk vor uns haben. Ja, wir sprachen von Reuchlin, de Arte Kabbalistica, also Kunstwerk. Und Kunstwerke sind nach meinem Verständnis eigentlich offen für unterschiedliche Deutungen. Es gibt nicht die eine richtige Deutung. Es gibt vielleicht falsche Deutungen. Ja? Also wenn wir kommen gleich zu den hebräischen Inschriften und da maße ich mir jetzt an, als Fachmann Ihnen zu sagen, dass ich sage, das steht da um was anderes nicht. Also es gibt nicht anything goes. Ja? Es gibt Dinge, die stimmen und es gibt Dinge, die sind falsch. Aber ansonsten eine große Offenheit und die spiegelt sich wieder im Gespräch der unterschiedlichen Gelehrten, mit denen die Antonia im Schriftwechsel war, mit denen sie in Kontakt war und die haben miteinander diskutiert. Und wenn Sie sich jetzt mal überlegen, meine Damen und Herren, die Geschichte des Bildes. Das Jahr 1659 wird in den Annalen als Annus Erectionis bestimmt. Also in dem Jahr wurde das Bild aufgerichtet. Wahrscheinlich wurde da der Rahmen hergestellt. Ja? Ein Jahr später, 1560, ist das Annus Descriptionis. Wahrscheinlich war da die Skizze fertig. 3 Jahre später war das Bild fertig und stand dann geschlagene 10 Jahre in Stuttgart. Es heißt zur privaten Frömmigkeit der Prinzessin. Aber ich bin mir eigentlich sicher, man hat die ganzen Jahre über die ganzen Jahre hinweg intensiv darüber diskutiert, was machen wir mit dem Bild. Wer sich so etwas Grandioses und Tolles ausdenkt, der will es auch ausstellen und das soll auch irgendwo hin. Und man hat diskutiert und der Oberkirchenrat in Stuttgart, der ist ja manchmal kritisch, und guckt dann, geht das? Ja, sie haben gesagt, das geht, ja. Aber sie hatten wahrscheinlich Gründe, es, also sie werden mir das verzeihen, liebe Barteinacher, das ist ja nicht das Zentrum Württembergs. Darf ich das sagen? Also das ist hier kommt nicht jeder hin, das ist hier nicht so gefährlich. Ja, hier kommt es hin. Und vielleicht hat es auch diesen Ort bekommen, dass man es nicht gleich sieht, wenn man in die Kirche reinkommt und so. Also das ist jedenfalls so, es wird eingehegt. Dahinter steht natürlich das Jüdische. Darf man sich dieses jüdischen Wissens so intensiv bedienen, um an das Heiligste ranzukommen, was der christliche Glaube zu bieten hat, nämlich den Jesusnamen? Darf man sich des jüdischen Wissens so bedienen, dass man den ganzen Kosmos verstehen will, ja, und etwas darüber verstehen will, welches Ziel diese Welt hat? Darf man so tief reingehen? Und darf man gar etwas tun, was Martin Luther ausdrücklich verdammt hat? Ja? Martin Luther
hat sich weit mehr, als man früher noch dachte und wusste, mit der Kabbala beschäftigt. Er wusste auch vom Reuchlinstreit. Er hat anfangs sich an die Seite Reuchlins gestellt und gesagt, man soll also den Reuchlin nicht verdammen und man soll auch die jüdischen Bücher nicht verbrennen. Aber er hat dann später seine Meinung geändert und hat vor allem hat schwerste Bedenken gehabt gegen drei Punkte, also er hat drei Schwierigkeiten gesehen in der jüdischen Mystik, in der Kabbala. Ja? Das erste war die Buchstabenmystik. Also diese Lehre der Gematrie, von der ich eben sprach, dass Buchstaben Zahlenwerte haben können und dass man aufgrund der Zahlenwerte irgendetwas herausbekommen kann über Dinge, wie sie sich in dieser Welt verhalten. Luther hat sich darüber lustig gemacht und hat gesagt, das ist willkürlich, damit kann man alles Mögliche beweisen. Und in seiner Schrift vom Schlemmer mit Fourage hat er daraus eine Spottgematrie hergestellt. Also hat sozusagen etwas komponiert, wo dann ein Unsinn herauskam. Er hat gesagt, seht, das ist jüdische Weisheit. Mit dieser Zahlenmystik kann man alles beweisen. Und er hat dann darüber hinaus gesagt, nicht nur Unsinn, sondern er hat gesagt, ausdrücklich verboten für Christen, denn das ist Zauberei. Das ist dämonisch. Das ist teuflisch. Das dürft ihr nicht. Er hat Kübel voll Spott und Hohn und Hass darüber ausgegossen. In meiner erneuten Beschäftigung mit der Prinzessin Antonia, also ich beschäftige mich irgendwie immer so im Zyklus von 10 Jahren komme ich neu darauf. Jetzt dieses Mal, dank der Anfrage von Ihnen, Julika und Trautwein, und ich entdecke jedes Mal was Neues. Mir ist diesmal wirklich zum Rätsel geworden. Ja? Diese Frau, die eine fromme Lutheranerin war und das auch bleiben wollte, ja, setzt sich in dieser Frage so ostentativ oder demonstrativ, ja, im Gegensatz zur Lehre des Reformators Martin Luther. Sie macht das, was Luther ausdrücklich verboten hat in seiner Schrift vom Schemmer me Fourage und vom Geschlecht Christi. Und nicht nur das, sie setzt sich auch einem anderen Punkt, auf den ich gleich komme, auch im Gegensatz zu ihnen. Also, was sind die Bedenken Luthers gegen die Kabbala? Erstens diese Buchstabenmystik und die Willkür. Zweitens, Luther liebte die Claritas Scripturae. Ich sage es auf Deutsch. Die Klarheit der Schrift, das war ihm wichtig. Also es muss klar sein, die Lehre muss klar sein. Das ist mir offen gestanden eigentlich nicht so unsympathisch. Also es gibt da auch Gründe, also ich bin ja gegen Chaos. Ja? Also man kann das verschieden wenden. Aber es gibt in der jüdischen Tradition, und ich glaube, das gab es auch im Kreis um Antonia herum, manchmal gibt es auch ein produktives Chaos, ja, beziehungsweise Meinungsverschiedenheiten, Diskussionen, Dissens, einerseits, andererseits. In der Arbeit mit meinen Studenten finde ich es immer wichtig, dass sie ihre Meinung äußern und dass unterschiedliche Meinungen auch stehen bleiben können und dass man Argumente wetzt aneinander und austauscht. Ja? Nichts ist langweiliger als Uniformität. Alles läuft marschiert in eine Richtung. Nein, Diskussion soll durchaus ein bisschen lebendig sein. Das ist die Realität im Lehrhaus, im jüdischen Lehrhaus, wo man diskutiert, wo immer Widersprüche kommen, Rede und Gegenrede, immer hin und her, ja. Und deswegen glaube ich auch, dass es ähnlich im Kreis um die Antonia gewesen ist. Und deswegen bin ich nicht der Meinung, dass wir in allen Einzelheiten der Auslegung dieser Lehrtafel zu einem eindeutigen Resultat kommen, sondern ich glaube, es gibt viele einzelne
Details dieses Bildes, wo man sagen kann, du hast recht und du hast auch recht und du hast auch recht. Unterschiedliche Meinungen können nebeneinander bestehen. Und drittens, was hatte Luther gegen die jüdische Methodik? Er war der Überzeugung, sie führt von Christus weg. Also sie lässt Christus nicht im Mittelpunkt stehen. Das ist mit Hilfe dieses Bildes der Antonia von Württemberg ganz eindeutig zu beweisen, dass das nicht stimmt, denn er steht wirklich im Mittelpunkt. Ja, und zwar mitten im Paradiesgarten. Also das war es, was ich Ihnen sagte eben zu Beginn meines Vortrags, die Beschäftigung mit dem Fremden, die Beschäftigung mit dem Anderen kann, muss nicht, aber kann dazu führen, dass man die eigene, jetzt in diesem Fall christliche Identität besser versteht. Ja, und danach noch überzeugter und fröhlicher Christ sein kann als vorher. Ja, ich glaube, dass der Antonia es so gegangen ist. Im Beit Midrasch, also im Lehrhaus, im jüdischen Lehrhaus, ist das Lernen eine Gottesbegegnung. Also die Art und Weise, Gott nahe zu sein, passiert im Judentum nicht über das Gebet. Im Judentum darf man eigentlich nur dreimal am Tag beten. Ja, es gibt im Talmud die Geschichte, darf ich das Gebet fürs Lernen unterbrechen? Im Prinzip ja, darf ich das Lernen fürs Beten unterbrechen? Also bitte nicht mehr als dreimal, wir sollen Gott nicht dauernd belästigen damit. Ja? Dreimal beten reicht, lernen Tag und Nacht. Also das Ideal, ja, Sie kennen vielleicht Psalm 1, ja, Tag und Nacht lernen, aber bitte nicht dauernd beten. Also jemand, der dauernd nur betet, ist Juden etwas suspekt. Also, und lernen heißt immer auch Dissens, heißt, nennt man Dialektik, also A und B und dann kommt man zu C. Also einerseits, andererseits. Immer Widerspruch und dann Gegenrede, Diskussion. Für die Antonia muss dieses wichtig gewesen sein als Frau. Denn Frauen durften damals nicht studieren. Sie wird hier hineingenommen in einen Lernprozess. Ja, und ich vermute, dass das für sie als Frau auch so ein Weg der Emanzipation gewesen ist. Sie kann lernen und sie interpretiert das Ganze dann auf besondere Art und Weise weiblich. Das kann ich nur kurz andeuten, da fehlt uns jetzt die Zeit dazu. Die jüdische Mystik, meine Damen und Herren, funktioniert jetzt ganz grob gesprochen so, ja, dass sie davon ausgeht, dass Gott sich auf 10 verschiedene Arten und Weisen offenbart hat. Im Christentum haben wir die Trinität, ja, und wenn Sie der Meinung waren, dass das Christentum sozusagen die komplizierte Trinitätslehre ist, die meisten Pfarrer nicht richtig erklären können, ja, also Anwesende ausgeschlossen, ja, und das Judentum hat den reinen Monotheismus, ja, also so, da ist ganz rein nur, dann lernen Sie was Neues. Ja, im Judentum gibt es nicht nur die Trinität, sondern die Dezernität, 10. 10 Weisen der Gottesbegegnung. Das hängt damit zusammen, dass man in der Auseinandersetzung mit dem Leiden feststellt, ja, dass Gott uns Menschen unterschiedlich begegnet. Er lässt Leiden zu, er lässt Krankheit zu. Da offenbart er sich nicht als der liebende Vater, sondern, aber das ist auch Gott. Ja, es ist nicht Zufall, es ist nicht ein Dämon. Also man könnte ja denken, wenn ich krank werde, hat mich ein Dämon im Griff. Nein, ich bin in Gottes Hand, weiterhin. Aber Gott ist rätselhaft. Ja, aber ich bin in seiner Hand, immerhin. Und das wird das kann man im Christentum, kann man was dazu sagen, ja, das ist jetzt nicht meine Aufgabe, das wollen Sie nicht von mir hören. Im Judentum, ja, haben wir sozusagen diese Dezernität, diese 10
Ausflüsse Gottes oder 10 Emanationen Gottes. Otto Betz, mein Tübinger Lehrer, spricht von Abglänzungen Gottes, haben eine positive und auch eine negative Seite. Also es gibt die strafende Seite Gottes, es gibt die gnädige Seite Gottes, ja, es ist eine linke Seite und die rechte Seite Gottes. Und im Judentum ist es so, dass von diesen 10 Abglänzungen Gottes, den 10 Sephirot, die 9 oberen Sephirot weiblich sind, männlich sind, und die unterste Sephira, die unterste Abglänzung Gottes ist weiblich, nämlich das ist die Einwohnung Gottes bei den Menschen, die Shechinah, die Einwohnung. Und wenn man das Spektakuläre an dieser Lehrtafel in einem Satz zusammenfassen sollte, ja, könnte man sagen, also das Spektakuläre der Lehrtafel besteht darin, dass Antonia als Frau das umdreht. Aus der Shechinah, aus der Einwohnung Gottes bei den Menschen, also diejenige Offenbarungsweise Gottes, die den Menschen am nächsten ist, ja, wird bei Antonia ein Mann, nämlich Christus. Das hat aber umgekehrt zur Folge, dass die 9 oberen Sephirot, die 9 oberen Abglänzungen, also 9 Zehntel der Dezennität, weiblich werden. Meines Wissens einzigartig in der ganzen, der gesamten Geschichte der Kabbalah. Das ist hier die spezielle weibliche Zugangsweise, die Antonia wählt, die weibliche Hermeneutik. Und sie als fromme Seele, als Gottessucherin, ja, im Sinne der Pia Desideria, im Sinne ihrer frommen Wünsche, steht unten im Eingangsbereich des Paradiesgartens, ja, und schaut auf Christus, der im Paradiesgarten steht, in der Mitte dieses Gartens. Das kann man nun interpretieren. Auf dem Hinweg habe ich mit dem jungen Tübinger Kollegen darüber diskutiert, über Brautmystik, ja, also sozusagen die Vorstellung, die Seele als Braut und Christus als Bräutigam. Wenn wir die Tafel zuklappen, ist oben ein Bild zu sehen mit einem Lied, das ganz brautmystisch ist, also die Liebe der Antonia zu ihrem Bräutigam Christus. Dies ist nun eingebettet in eine Szenerie, die brisant ist, weil ich Ihnen hier zeigen will, dass Antonia sich hier in einen ausdrücklichen Gegensatz zu Martin Luther stellt. Ja, wir sind immer noch beim Stichwort Lernen. Da gibt es was zu lernen. Lerntafel. Ich habe Ihnen ja die Frage gestellt, wo würden Sie gern verweilen, wenn Sie eintreten würden? Ja? Hat jemand eine Antwort drauf? Wo würden Sie verweilen, wenn Sie eintreten in dieses Bild? Also Sie wollen natürlich alle nach oben, aber wo würden Sie gern bleiben? Zunächst mal im Paradiesgarten. Ja, ist doch irgendwie klar. Also da ist es, da will man eigentlich sich hinsetzen und und dieser Paradiesgarten wird konstituiert durch die 12 Stämme Israels, die 12 Stammesfürsten Israels. Und ich finde es charakteristisch, dass Antonia hier die Kabbalah nicht konsequent christianisiert. Sie ersetzt die 12 Stämme Israels nicht durch die 12 Apostel. Und auch die Ordnung der 12 Stämme Israels wird nicht dem Neuen Testament entnommen. Man könnte die 12 Stämme Israels auch neutestamentlich gruppieren, nämlich nach der Offenbarung des Johannes, wo die 12 einmal aufgezählt sind. Was ist das Problem mit den 12? Jemand hat mich gefragt nach Josef.
Ja, das Problem mit den Zwölfen ist, dass schon im Buch Genesis da eine Unordnung drin ist. Vielleicht Unordnung in Anführungszeichen. Ja, also da ist irgendwie auch schon der Wurm drin. Da gibt es verschiedene Dinge, die nicht richtig passen. Wenn Sie dieses Bild des Paradiesgartens interpretieren und lesen wollen, wäre das biblische Kapitel, das Sie unbedingt neben sich haben müssen und lesen müssen, das 49. Kapitel des ersten Buchs Mose, ja, der sogenannte Jakobssegen. Der Segen Jakobs über seine 12 Söhne, bevor er dann stirbt. Wenn Sie das lesen, vielleicht mal zu Hause nachlesen, ja, stellen Sie fest, dass das komische Segen sind. Es geht eigentlich mit Fluchsprüchen beinahe los. Ja, es ist eigentlich gar kein richtiger Segen. Es geht damit los, dass der Erstgeborene enterbt wird, Ruben. Ja, und Ruben, haben wir gesehen, das ist der hat einen... Der hat wohl eine Kanne in der Hand und da gießt er Wasser aus. Dieses Bild ist entnommen dem Rubenspruch im Jakobssegen. Ja, und da ist mit dem Ruben was passiert. Eine unglaubliche Geschichte. Kennt jemand die Geschichte von Ruben und Bilha? Ist nur ein Vers in der Bibel. Unfassbar, ja? Also der Sohn interessiert sich sexuell für die Frau seines Vaters. Wahnsinn. Ja, er hat ihr Bett bestiegen, was immer er da gemacht hat. Ja, also die jüdischen Kommentare haben große Schwierigkeiten, das zu erklären. Also Ruben wird vom ersten Platz gestoßen. Dann Simeon und Levi. Ich hatte ihnen das Schwert gezeigt von Simeon, ja, waren Mörder. Die haben, es geht immer um Sex und Crime sozusagen, ja, also Gewalt und Sexualität. Der Sichem hatte sich für ihre Schwester interessiert und sie beschlafen und dann haben sie gesagt, ja, die kannst du also nur behalten, wenn ihr euch alle beschneiden lasst. Und haben sie sich beschneiden lassen und dann lagen sie im Fieber da. Das Ganze ging ja ohne Anästhesie vonstatten, also ziemlich grauslich, ja, und in dem Fieber haben Simeon und Levi die alle platt gemacht. Ja, und Jakob findet das nicht gut. Also die beiden, Sohn Nummer 2 und Nummer 3, werden auch enterbt. Mit Sohn Nummer 2, also mit Nummer 3, Levi, ist es ja ohnehin fraglich, gehört er noch zum 12er Volk dazu, ja, weil Levi hat ja kein eigenes Land bekommen im Land Kanaan. Ja, die hatten ja keinen eigenen Stammesbesitz, weil sie dann im Tempeldienst getan haben. Und die werden dann möglicherweise ersetzt durch Josef. Jemand hatte mich nach Josef gefragt. Ja, große Streitfrage. Ist Levi auf dem Bild oder sind anstelle von Levi Ephraim und Manasse dargestellt auf dem Bild? Konfusion und Uneinigkeit der Gelehrten. Ja, mit Ephraim und Manasse ist auch ein Durcheinander. Denn als der Jakob die gesegnet hat, kennen Sie die Geschichte? Ja, vertauschte sie. Er wusste nicht, wer ist der ältere und wer ist der jüngere Enkel. Ja, also die Reihenfolge kam auch durcheinander. Also man hat das Gefühl, da ist ein Durcheinander bei den 12 Stämmen. Und der Midrasch, also die jüdische Auslegung, ja, die der Kabbalah zugrunde liegt, geht darauf ein und sagt, daher kommt die Unordnung in der Welt. Und die Prinzessin Antonia stellt das alles dar. Also die Harmonie wird natürlich einerseits hier gezeigt. Alles ist harmonisch. Pflanzen, Tiere, Edelsteine, Sternzeichen, die 12, ja, die 12 Monate, die 4 Himmelsrichtungen, ja, immer 3 Stämme in einer Himmelsrichtung, also das ist einerseits die Harmonie, aber wir sehen auch die Disharmonie. So, und jetzt ein Punkt, Juda. Was ist das Besondere an Juda? Das ist der 10. Vers. Ja? Genesis 49, 10.
Ich würde in der Vorlesung in Tübingen sagen, wer den Vers richtig auslegen kann, der kriegt einen Preis. Ja? Also eigentlich wissen wir alle, es heißt dort, das Zepter wird bei Juda sein, bis Shiloh kommt. Kein Mensch weiß, wer Shiloh ist. Luther hat es übersetzt, bis der Held kommt. Ich muss aber, glaube ich, erst erklären, was mit Juda, warum Juda so brisant ist. Juda übernimmt sozusagen die Rolle des Erstgeborenen, ja, nachdem die ersten drei Brüder versagt haben. Und der König David kommt aus dem Stamm Juda. Okay? Das ist auch für Christen nicht ganz unwichtig, denn das ganze Neue Testament, weiß jemand von Ihnen, wie das Neue Testament beginnt? Ja, also da werden Sie vielleicht sagen, ein langweiliges Kapitel, ja, Matthäus 1, diese Genealogie, ja, von Abraham über David bis zu Jesus. Jesus ist ein Davidide. Und indem er Davidide ist, ist er Judas Sohn. Also Juda gilt als der Stamm, der den Messias hervorbringt. Deswegen hat man in diesem Vers, Genesis 49, Vers 10, eine messianische Verheißung gesehen. Und in seinen Ausführungen, in seinen Judenschriften, kommt Luther auf diesen Vers immer wieder zu sprechen, Genesis 49, 10, und das ist ein ganz merkwürdiger Vers, einmal, weil man nicht weiß, wer ist mit dem Shiloh eigentlich gemeint. In einer jüdischen Übersetzung, in der aramäischen Übersetzung steht dann da, bis Meschicha kommt. Meschicha heißt auf Aramäisch der Messias, also da ist es schon messianisch gedeutet. Ja? Und Luther legt den Vers so aus. Das Zepter wird nicht weichen von Juda, bis der Messias kommt. Aber wenn der Messias kommt, wird das Zepter weichen. Juda hat kein Zepter mehr. Zepter ist ein Zeichen für königliche Herrschaft. Wer ein Zepter hat, herrscht als König. Und Luther sagt nun, schaut, die Juden haben kein Zepter mehr, sie haben keinen König mehr, sie sind zerstreut über alle Völker, sie haben kein Staatswesen mehr. Ja? Und wann ist ihnen das Staatswesen genommen worden? Wann wurden sie zerstreut über alle Völker? Voilà, ja, in dem Jahrhundert, in dem Jesus kam. Also der Messias ist genommen und schwuppdiwupp war das Zepter weg. Das ist der Beweis, sagt Luther, ja, dass der Messias gekommen ist. In eurer Bibel, er ruft es den Juden entgegen, steht es ja, der Messias ist da, warum seid ihr so blind, dass ihr es nicht seht? Und hier haben Sie jetzt das Zepter gesehen. Juda hat noch ein Zepter. Und das ist integriert in diesen Paradiesgarten. Ich möchte jetzt natürlich dann zum letzten Punkt kommen, zum Leben. Da soll nicht mehr so lang gehen, der letzte Punkt, vielleicht noch 10 Minuten, damit Sie wissen, wie lange es noch dauert. Also leiden und lernen, ja, und leben. Das Lernen ist ein Lebensweg. Das Lernen ist nicht nur ein Mittel zum Zweck, also dass man dann ein Diplom hat und dann am Schluss hat man das Zeugnis und kann einen Beruf ausüben oder so, sondern das Lernen ist der Weg ist das Ziel. Ich glaube auch, dass sie deswegen eigentlich nicht möglichst schnell oben ankommen will, sondern dass sie ganz gerne im Paradiesgarten weilt, die Antonia. Ja, weil der auf dem Weg sein ist eigentlich das Wichtigste. Es kommt jetzt fast auf den Anfang an. Wie macht sie das? Sie macht das auf dem Wege persönlicher Identifikation. Und zwar unter anderem in der Auseinandersetzung mit den hebräischen Buchstaben.
Also es ist ja wahr, ja, dass man durch Zahlen- und Buchstabenmystik alles Mögliche beweisen kann. Schreiben Sie Ihren Vornamen auf ein Stück Papier und dann neben jedem Buchstaben einen Zahlenwert und dann addieren Sie es und da können Sie Spielchen mitmachen. Da kann man, also da hat Luther ja recht. Antonia möchte, indem sie diese Dinge betreibt, aber nicht jemandem was beweisen, ja, was andemonstrieren, sondern sie geht den Weg persönlicher Aneignung. Also sie macht es für sich selbst. Sie lädt natürlich jetzt andere dazu ein, das ihr vielleicht nachzumachen, aber damit ist nichts bewiesen. Also was macht sie? Sie schreibt oben, ganz oben, ja, schreibt sie den Vers hin aus Psalm 37, Vers 5. In der Lutherbibel, habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Und jetzt funktioniert die Gematrie so, also die Buchstabenmystik, dass sie jeden Buchstaben nehmen können und den Zahlenwert daneben schreiben. Und da gibt es heute einen Taschenrechner, da rechnen sie aus, was den Zahlenwert eines biblischen Verses. So, und dieser biblische Vers lässt sich jetzt in Beziehung setzen zu Antonia. Zu ihrem Namen. Und zu ihrem Titel. Was ist damit bewiesen? Also damit ist natürlich nicht bewiesen, dass Gott als Offenbarer, als er den Vers 5, Vers im Psalm 37 offenbarte oder als David das niederschrieb, an die Antonia dachte. Das wäre ja Unsinn. Ja, niemand würde das ernsthaft behaupten. Aber Antonia geht hier den Weg persönlicher Aneignung oder persönlicher Identifizierung, ja, weil sie sagt, ich habe sozusagen hier, ich gehe diesen Weg und ich stehe Christus gegenüber im Eingang zum Paradiesgarten. Ja, und in dieser Situation, in der ich hier stehe, ist dieses Psalmwort für mich wahr. Dieses Wort, hebräische Wort, ja, habe deine Lust am Herrn, ist auf Hebräisch Oneg, also Spaß, Freude, da schwingt mit Spiel und Vergnügen und sich ergötzen und also so, also wie man eine Freude hat an einem Puzzle oder an einem Kreuzworträtsel oder an einer schwierigen Aufgabe und so, wo man, also warum löst man ein Puzzle, warum macht man ein Puzzle? Ja, wenn es darum ginge, möglichst schnell das Bild fertig zu haben oder einfach, ja, dann, man puzzelt ja, weil man sich freut an dem Weg, der dahin führt und weil man sich, indem man das macht, auseinandersetzt damit und am Schluss ist es mein Bild, weil ich habe es hergestellt, ja. Und manche, puzzelt jemand von Ihnen, ja, manche sagen, also je größer das Bild, je mehr Teile, umso schöner, ja. Und dann brauche ich 3 Wochen, ja, bis ich es fertig habe. Oder 4 Wochen oder so. Der Weg. Und das ist eine persönliche Identifikation auch mit dem Bild, ja. Ist ihr persönlicher Lebenssinn. Also der Vorwurf der Willkür, der von Luther diesem Weg erhoben wurde, fällt da in sich zusammen, weil sie will ja da niemandem was beweisen, sondern sie macht es für sich, ist ganz persönlich. Und der Vorwurf der unklaren Lehre fällt auch in sich zusammen, weil, also es ist ganz klar, ja, sie steht hier Christus gegenüber, sie will ja nichts anderes, sie will auch keinen Juden damit bekehren. Sie ist, glaube ich, auch nicht übergriffig geworden, auch nicht sozusagen im Sinne einer man sagt heute Substitutionstheologie, also einer Theologie, die das Judentum ersetzt durch das neue Israel. Sie lässt dies an seinem Platz. Aber persönlich geht sie diesen Weg. Und den Vorwurf der fehlenden Christozentrik haben wir ja schon gesehen, dass der nicht stimmt.
Ich schlage also vor, dieses großartige Kunstwerk nicht mehr Lehrtafel zu nennen, sondern Lerntafel. Also ich glaube, dass Lehrtafel auch so ein bisschen vielleicht auch langweilig klingt. Also da wird man belehrt über irgendwelche Dinge, die man glauben muss oder wie die sind. Gut, also man kann auch belehrt werden. Ja, aber das ist, es geht hier auch nicht darum, rauszufinden, wie dieses Bild richtig zu deuten ist. Sondern ich glaube, dass die Rezeptionshaltung, die Antonia uns anmutet, ja, also das heißt die Art und Weise der Auseinandersetzung mit dem Bild, eigentlich die ist, ja, dass wir uns mit ihr auf einen Weg begeben und suchen, ja, nicht aufgeben, suchen, auf dem Weg sein und dabei auf diesem Weg keine Angst vor dem Fremden zu haben, sondern also ganz offen, ja, das Fremde zu sehen und wahrzunehmen und dann zu schauen, was kann ich hier selbst damit machen und was hilft mir, auf meinem eigenen Weg zu sein und dem Ziel meines Lebens näher zu kommen. So, das war Stichwort Leben. Jetzt haben wir die drei Teile durch: Leiden, Lernen und Leben. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie noch Fragen haben oder ob der Tag schon zu lang gewesen ist jetzt.